Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid und das nach so langer Zeit. Ich weiß nicht, wie viel der Frieden ist. Der 38. Leute, erstmal. Herzlichen Dank dafür. Ich bin erst vor ganz kurzem nach Wien gezogen und habe die Friedensmahnwache von dort, wo ich vorhin gewohnt habe, eher aus der Distanz beobachtet und war immer mal so am Rande des Geschehens dabei und habe mich immer gefragt, warum bin ich hier, warum interessiert mich das Thema und warum lässt es mich nicht so leicht los? Woran liegt's? Und es hat einfach damit angefangen, dass ich irgendwann, als die Schulbildung mal so ein bisschen zu Ende war, gemerkt habe, dass irgendetwas für mich in der Welt nicht stimmt. Und ich wusste noch nicht, was es ist oder woran es liegt. Nur gemerkt, irgendwie das, was ich tun soll, geht mit dem, was ich tun möchte, nicht konform. Und hab gemerkt, nach und nach, dass wir belogen werden und so weiter und so fort. Darüber müssen wir nicht mehr so arg viel sprechen, weil das wissen wir alle. Beziehungsweise das ist nicht mein Thema, das ist vielleicht was von anderen Leuten, die uns aufzeigen, wo werden wir belogen und wo müssen wir genauer hinschauen. Das ist nicht das, was mich primär interessiert. Ich habe recht schnell gemerkt, dass indem ich nach außen schaue, wo ist etwas, was mich stört, ich nicht so in der Welt gelangen kann, sondern erst ab dem Punkt, wo ich angefangen habe zu schauen, wo herrscht denn vielleicht ein Krieg in mir drin. Habe dann gemerkt, der herrscht dann, wenn ich etwas tue, was ich nicht tun will. Und wenn ich etwas tue, wohinter ich nicht stehe. Und habe angefangen, dort einen Krieg zu spüren, eine Diskrepanz zwischen meiner Handlung und meinem Gefühl steht. Und habe dort dann weiter geforscht. Ich würde sagen, er fast schon wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal eine Puppe betrachtet oder etwas dergleichen. Einfach mal zu schauen und zu forschen, was ist dieses Gefühl in mir? Wo kommt dieser Unfrieden her? Und ich möchte euch jetzt einmal alle einladen, die alle mitmachen möchten, dass wir uns einmal ganz kurz besinnen und vielleicht mal auf unser Herzzentrum oder auf unsere Mitte achten. Die Augen zusammenschließen und den Frieden, der in uns ist, gemeinsam fühlen. Ein paar Sekunden. Nehmt genau dieses Gefühl, was ihr jetzt in euch habt. Alles, was da ist und alles, was ihr fühlt, darf sein. All die Sachen, mit denen ihr vielleicht noch nicht im Reinen seid, die Sachen, die euch nicht gefallen, auch die dürfen da sein. Und nicht schaut da ganz genau hin und schaut, dass das, was ihr tut, jeden Tag, nicht nur beim Kunden oder bei einem Workshop oder irgendwo, wo es euch besonders gut gefällt, sondern nicht auch da, wo es euch nicht gefällt, dass ihr dort in euer Gefühl und diese Instanz nicht vergesst, dass ihr nicht den Selbstfehler macht, den ganz viele Menschen machen, doch die Menschen machen, die Kriege verursachen, dass sie erst denken und dann handeln. Es geht vom Kopf in das Herz und dann in die Hand. Vergesst nie diese Instanz. Und sobald ihr irgendwas fühlt, und sei es nur eine Kleinigkeit, irgendwas, was ihr kaufen wollt, was ihr essen wollt, was auch immer, ganz egal, wenn ihr fühlt, irgendwas stimmt da nicht, haltet kurz in mir und fühlt mal nach. Und wenn ihr was macht, was euch nicht gefallen hat, ist kein Problem. Das nächste Mal kann ich es anders machen. So großzügig wie ihr mit der ganzen Welt sein möchtet, seid auch mit euch. So. Seid friedlich zu euch, denn dann Frieden kann man nicht herstellen oder machen, Frieden kann man nur sein. Und je mehr ihr auf euer Herz hört und je mehr ihr das tut, was ihr tun wollt, nicht was ihr tun sollt oder was euch ankommt oder was irgendwie einen Vorteil bringt, je mehr kommt ihr auf dieses Frieden dran, dann werdet ihr merken, ihr müsst auch merken, dass irgendwann Leute um euch rum sind, die aufregen. Und diese Leute wiederum geben das weiter. Und irgendwann sind wir alle wieder zusammen. Das ist der Traum, weswegen ich hier stehe. Dankeschön.